Die Diskussion um eine mögliche Tiefgarage gibt es schon lange. Denn Parkplätze im südlichen Zentrum Straubings sind knapp. Private Pläne, ein benachbartes Areal des Viktualienmarktes zu bebauen, haben die städtische Parkhaus GmbH nun veranlasst, noch einmal mögliche Baumaßnahmen zu prüfen. 11 Varianten von 122 bis 1200 Stellplätzen, kostenmäßig von 4 Millionen bis 40 Millionen. Also in dem Spektrum bewegen wir uns, wobei wir natürlich sicher uns am unteren Rand aufhalten werden und die großen Varianten sind schon sehr visionär. 9 Monate hat die Erstellung der Studie gedauert. Befragt wurden vor allem auch die beteiligten Grundstückseigentümer. Denn deren Akzeptanz für das Großprojekt könnte bei der Finanzierung noch wichtig werden. Ja, auch da müssten natürlich mehrere zusammenwirken. Die städtische Parkhaus GmbH sehen wir in diesem Zusammenhang gefordert. Und dann sind ja, wie ich jetzt schon angedeutet habe, auch private Interessen berührt. Das heißt, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass eine gemeinsame Gesellschaft entstehen könnte. Utopischere Lösungen mit Lift oder Automat, die die Autos selbstständig parken, werden also wohl eher nicht in Frage kommen. Fest steht aber bislang, dass der Viktualienmarkt neu gestaltet und aufgewertet wird, unter anderem mit einem Grünstreifen. Ich denke, dass eine Ergänzung des Parkplatzangebots rund um das Zentrum rundum den großen Vorteil hat, dass wir den Verkehr nicht an ein oder zwei Stellen zusammenführen müssen, sondern dass man von allen Seiten sozusagen Parkplätze gut anfahren kann und dass man sich eben dann auch über die Seitenstraßen, über die Seitengassen in die Fußgängerzone hineinbewegt. Denn wir haben schon ein Interesse daran, dass auch die Seitenstraßen belebt werden. Ein weiteres Diskussionsthema in Straubing ist ja momentan die Erweiterung der Fußgängerzone. Oberbürgermeister Pannemeyer kündigte dazu und vor allem auch zu den letztendlich realistischeren Parkhausmöglichkeiten eine breite öffentliche Diskussion sowie eine Bürgerversammlung an.